So, herzlich willkommen zurück bei Child of Light in einer neuen Folge. Und wir haben letztes Mal hier bei diesem Riesen aufgehört. Oder was auch immer es ist, Steinriese, der schläft. Und haben letztes Mal aber schon einen kleinen Blick hinter ihn riskiert. Und da ist eine Stadt. Und diese Stadt sollten wir uns mal angucken. Vielleicht weiß da jemand, wo Sonne und Mond hingekommen sind. Hallo. Eine Mausstadt scheinbar. Um des Profits willen kann man sterben. Doch möchte ich lieber um Maid Margaret werben. Okay. Hallo. Gibt's was Neues vom Börsenparkett? Der Kurzabsturz ist fast komplett. Handelnde Mäuse scheinbar. Der Wechselkurs macht mir wieder Sorgen. Man sollte heutzutage nichts mehr borgen. Okay, verschlossen. Ich habe leider zu spät angefangen zu lesen. Ihr habt den roten Faden verloren. Besucht Adolphus Lehre und Rat für jedermann. Was rätst du mir denn? Werter Herr, wie läuft das Geschäft? Es gedeiht und floriert. Auf der Durchreise seid ihr... So könnte man sagen, welche Art von Lektion lernt man denn hier? Im Handel unterweise ich die Populi von 1 bis 4. Oh, wie schön, zeigt ihr es auch mir? Dir? Tut mir leid, das wäre verschwendete Mühe. Ihr habt weder Nase noch Ohr für diese Art von Dingen. Aber ich wäre doch so gern dabei. Oh, das sagt Aurora. Ups. Die Klasse ist voll. Fliegt fort auf euren Schwingen. Mein Herr, ich will euch beweisen, dass ich es kann. Ich verhandle geschickt. Nennt mir ein Ziel. Ha! Kein Biss fürs Geschäft. Kein Riecher für den Deal. Nun gut, dann tut das Unmögliche. Ohne Beschwörungen, Zauber oder Okuli müsst ihr verwandeln diesen Apfel in Gold. Allein durch den Handel mit Populi und Kapili. Ihr werdet scheitern, ich gebe euch mein Wort. Ihr seid kein Populi und jetzt hinfort. Freier Handel. Soll ich jetzt echt einen Apfel zu Gold verhandeln? Freier Handel. Erfüllt des Händlers Herausforderung schon bald. Macht seinen Apfel zu Gold in Ebene oder Wald. Okay. Was ist hier? Ist Magna... S plus leer, um eine Plattform herunterzulassen. Ja, das habe ich schon gelernt. Es wäre schön, wenn die Dialoge ein bisschen länger da wären. Hier war ich schon, hier war verschlossen. Was ist hier drin? Zeug. Hey da, ihr... Dort, auf ein Wort. Ja, hallo. Entschuldigt die Störung, aber eure Hilfe ist vonnöten. Ist es ein Drache? Hat er eure Kinder gefressen? Was? Sollen wir ihn töten? Aber nein, so kostspielig ist es nicht. Ich habe nur dieses Haus erworben, erst neulich. Es muss geputzt werden, vom Keller bis hinauf zum Boden. Doch ein paar kleine Tiere im Keller sind unerfreulich. Könntet ihr einem Ehrenmann davon befreien? Großer Ruhm wird eure Belohnung sein. Die Tür dürfte nun aufgesperrt sein. Geht nur direkt hinein. Okay. Bolmus Höhle. Warte, Inventar. Hölle, nicht Höhle. Von allen Plagegeistern musst du den Keller befreien, damit der reiche Bolmus kann gefahrlos hinein. Okay, dann machen wir doch direkt, würde ich sagen, ne? Noch einmal voll heilen, was ich überhaupt nicht brauche. Hier leuchten wieder so Dinger, also so Teile, aber kann ich nichts mitmachen. Also diesen Keller hier.
das bitte für ein Keller? Ich muss ihn von allen Viechern befreien. Das heißt, ich muss hier gegen jedes, gegen allen und jeden Kram, den ich sehe, kämpfen. Und ich habe es nicht vergessen, dass ich dich gegen Nora austauschen wollte. So, einlullen alle. Beschleunigen, verteidigen, versteinern. Manchmal einlullen alle. Das war Verlangsamung, glaube ich. Und du machst Lichtstrahl alle. So, jetzt sind die alle viel langsamer. Jo, das war doch ganz gut. Versteinern. Kritischer Treffer unterbrochen. Und er kontert aber. Und die eine Spinne hat die Geschwindigkeit von allen erhöht, ne? Da mach ich mal Sternenlicht. Ne, Lichtstrahl. Ich will diesen komischen Totentyp da hinten weg haben. Kontert körperliche Unterbrechung. Ja, upsa. Ich sollte den Kram mal hier einsammeln. Wie viel hält dieser Todesgeist aus? Heilen. Ah, ich kann sie auch heilen, wenn ich drüber halte. Das ist ja praktisch. Okay, jetzt geht sie wieder nicht mehr ganz so schlecht. Ah, natürlich werde ich hier nochmal abgebrochen. Oh, das sieht gerade überhaupt nicht gut aus. Irgendwie ist Nora nicht so gut. Welle Gruppe. Um einen gefallenen Kämpfer zu ersetzen. Ich hätte gerne meinen Golem wieder. Paralyse alle. So. Direkt zwei unterbrochen. Leider keiner paralysiert. Aber man kann ja nicht alles haben. So, ich will, dass dieser komische Geist da oben jetzt endlich mal stirbt. Geht doch. Das ist ein ziemlich harter Kampf. Oh, guck mal. Er ist außer Puste. Wünsche sammeln. Ja, würde ich gerne, kann ich aber nicht. Handeln. Sternlicht auf die. Und du machst Zerschmettern auf die. Sternenlicht. Wir haben gleich schon den nächsten von meinen Leuten kaputt. Dann machen wir noch ein paar Paralyse alle und Lichtstrahl alle. Natürlich wird er abgebrochen. Und natürlich wird sie... Nee, sie wird nicht einmal abgebrochen. Okay. So, der einen Spinne geht es gar nicht mehr gut. Vielleicht reicht das mit, wenn ich sie mit Sternenlicht jetzt treffe. Da muss ich niemanden austauschen. Oh. Stufenaufstieg. Yay. Ein Fertigkeitspunkt. Das war ein harter Kampf. Dunkle Kreaturen, jetzt wird mir klar, warum wir das Haus sollten reinigen. Der feine Herr hat uns ausgetrickst, wollte sich selbst nicht selbst peinigen. Ja, ach. Es ist ein reicher Typ mit zu viel Geld. Was hast du erwartet? So. Ich weiß nicht, was ich von Nora halten soll. Regenerieren? Nee, ich hätte gerne die bessere Paralyse.
So, was ich mich aber gerade frage, ist, die anderen, wie geht's denen? Oh, die sind wieder fast voll. Und jetzt sollten sie alle wieder einigermaßen voll sein. Was ist dort drinnen? Der Tod und ein paar Spinnen. Was? Okay, der Reim war cool. Nur leider keine Spinnen drin gewesen. Lichtstrahl alle bitte. Und Paralyse alle bitte. Oh, jawoll. Aurora wird jetzt alle abbrechen. Ausgelöscht und beide unterbrochen. Das war, glaube ich, ziemlich unangenehm. Autsch. Ich kann die Dinger hier auch schon mal einsammeln. So, dann mache ich mit Sternenlicht den kaputt. Und mit Zerschmettern gehe ich ganz sicher, dass er wirklich tot ist. Der komische Troll. Ja, guck mal, der hat das nämlich überlebt. Jetzt ist er aber weg. Muss ich einen Treffer von dem komischen Tod hin. Dieses echt unangenehm, das Vieh. Lichtstrahl. Macht sich der geht's aber immer noch gut. So, Paralyse. Zack. Lähmt ihn das? Nein. Aber er kontert natürlich den körperlichen Treffer. Aber immerhin ein kritischer Treffer. Kann ich den so lange aufhalten? Nee. Nein, Aurora. Dafür wirst du büßen. Das Problem beim Golem ist, dass er echt langsam auflädt. Stirb endlich. Da steht Aurora wieder. Perfekt. Ich habe jetzt jedes Mal hier alles ausgepowert. Dafür regnet es jetzt gerade aber auch Level. Ich kann noch einen Fertigkeitspunkt vergeben. Rubella. Die sollte. Warte, war das richtig? Ja, das war richtig. Ich wollte Überrumpelung ja weitermachen. Und keine Ahnung, irgendwie ich mag Nora nicht. Die Skills von ihr sind nicht gut. So. Jetzt hat Igniculus auch wieder ein bisschen Saft. Ach stimmt, die Dinge habe ich ja auch noch. Die sollte ich vielleicht mal benutzen. Ich glaube, ich habe da mittlerweile ein paar gefunden. Ich ballere die alle auf Aurora, weil die benutze ich auf jeden Fall. Die habe ich ja bei jedem Kampf sowieso dabei. Ich finde es aber nett, dass die besiegt wurden, die Leute, dass die direkt wieder da sind. Soll ich nochmal gegen diesen komischen Tod kämpfen? Aber nur zwei von denen diesmal. Paralyse alle. Lichtstrahl alle. Ja, jetzt sollte es vorbei sein mit dem komischen Stein. Ja. So, Sternenlicht und zerschmettern. Zack. Der kassiert auf jeden Fall gerade richtig. Sternenlicht. Ist wieder unterbrochen. Und nochmal einen Hieb drauf. Das weicht er einfach aus. Ich glaube, es geht los. Der kann Gegner wiederbeleben.
zur Hölle. Paralyse alle. Sternenlicht. Zack. Oh, der stirbt sogar direkt da dran. Also ich brauche keine Verteidigung. Denn ich denke nicht, dass der das überleben wird. Was denn? Wie viel hält dieser komische Tod aus? Ich denke mal, der ist schon fast tot, aber dann steht er doch wieder auf. Jetzt aber, oder? Ne, du Mann. Mach gleich nur mit den Gegenangriffen Aurora platt. Jetzt aber, oder? Ja, verheerend. Sieht immer so übel aus, dabei ist es das gar nicht. So, ich skipp das einfach durch. Okay. Hier haben wir wieder ein starkes Heiltonikum. Da kommen wir zurück. Und hier runter war ja nur das... Okay, dann sind wir hier eigentlich soweit fertig. Es sei denn, hier gibt es noch was. Nee. Na dann. So, jetzt hier ein bisschen Heilung. Was macht der Hebel? Oh. Ich verstehe. Den hätte ich vielleicht erst umlegen sollen. Oh, ich muss das in einer bestimmten Zeit schaffen. Zack. Na komm. Okay, perfekt. Also aber knapp die Zeit, ne? Pass auf, nicht schon wieder so ein Viech. Gleich bekommen wir eine drauf. Nein, der bekommt eine drauf. Wir bekommen definitiv keine drauf. Mal wieder so, wie wir es eben hatten. Ich erstmal Lichtstrahl alle. Und Paralyse alle. Lichtstrahl. Zwei unterbrochen. Einer direkt ausgelöscht und wieder einen unterbrochen. Ups, Pause wollte ich nicht, aber ich will, dass der Typ brennende Ernte trifft natürlich beide. Aua, was? Der kann einfach zurücksetzen. Lichtstrahl, ich will diesen Tod recht schnell töten. Ich will den Tod recht schnell töten. Macht das Sinn? Bestimmt. So, einmal mit Lichtstrahl unterbrechen. Kritischer Treffer. Ja, aber das sollte ich nicht unterschätzen. Aua. So, heile ich Aurora ein bisschen. Während sie den hoffentlich tötet. Naja, hat gereicht. Aurora sollte, es wird auf jeden Fall nicht mehr ganz so schnell sterben. Es ist so niedlich. Das war der letzte, will ich hoffen. Auf zu Bolmus, wir haben noch eine Rechnung offen. Ich finde das so niedlich, wenn er so außer Puste ist. Zack, 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 zack. Und hier haben wir auf jeden Fall eine Kiste geschliffener Smaragd. So. Das nehmen wir alles mit. Das sollte ich aktivieren. So, hier hoch. War ich hier rechts eigentlich? Nö. Dann kriegen wir nochmal ein paar Saphire dazu.
glaube nicht, dass ich die gebraucht habe, aber egal. Also Boll muss jetzt uns ruhig sagen können, was in, dass in diesem Keller 5 Milliarden richtig eklige Feuertode sind. Was ist mit dem Keller? Ist er sauber? Ja, mein Herr, aber ihr habt uns belogen, gesteht es ein. Heimgesucht war er von dunklen Kreaturen. Oh nein, das wird nicht billig sein. Zum Glück ist der Preis bereits ausgemacht. Wo ist dann der Vertrag, muss ich fragen. Den gibt es nicht. Vaters Bankier, Monsieur Schnurrbart, würde jetzt sagen, los, bekennt. Ihr seid sehr solvent. Schon gut, ihr bekommt etwas. Einen Moment. Was bekomme ich? Magiesternenstaub. Zweimal sogar. So, wir können erstmal hier Level-Ups noch machen. Lichtstrahlader habe ich ja schon. Was wollen wir denn als nächstes? Wollte ich ja hier in die Richtung gehen. Rubella-Richtung. Überrumpeln mit Rubella mag ich eigentlich ganz gerne. Jetzt haben wir Blitzschlag alle freigeschaltet und beschleunigen alle. Also zwei Leute kann man dann beschleunigen. So. Aber eben schnell noch einen Keller gereinigt. Wir sind fleißig. Fleißige Aurora. Die Rohstoffpreise fallen ungeniert. Verkauf schnell, sonst sind wir ruiniert. Tja. Hier habe ich das Gefühl, dass die, ich mag das Volk hier irgendwie nicht. Keine Ahnung. Die sind zwar eigentlich ganz nett, aber... War ich da schon drin? Ah, das war er. Okay. Da war ich da gegenüber noch nicht drin. Also sozusagen hier. Und wer bist du? Ein Retter muss die Schatzkammer knacken. Den Liquiditätsengpass bei der Höhle... Keine Ahnung. Glühwurm-Elixier mal 2. Ich glaube, diese ganzen Elixiere werde ich nie brauchen. Naja, gehen wir mal hier rein. Das sieht offiziell aus. Hallo. Pardon, mein Herr. Ich muss nach oben. Sagt ihr mir wie? Nach oben geht es eigentlich nie. Hier in unserer Ökonomie. Großes Leid müssen wir derzeit erdulden. In unserer Schatzkammer ist nicht der kleinste Gulden. Boah, Ungeziefer, wie abscheulich. Mit sowas zu reden ist unerfreulich. Okay. Könnt ihr mir kein frisches Kapital beschaffen, bitte ich euch jetzt aufzubrechen. Okay. Hm. Was ist denn mit der Schatzkammer? Wurde denn die beklaut oder wie? Seid gegrüßt. Ihr wollt zum Tempel in den Wolken, nehme ich an. Ich zeig euch ein Transportmittel, mit dem man das kann. Als Kompagnon möchte ich euch begleiten. Der Gewinn ist sicher ansehnlich. Sowohl für euch als auch für mich. Wohlan, schreitet voran. Dort zum Felsen gehe ich. Wenn diese Maus mir zu nahe kommt, zerquetsche ich sie ganz öffentlich. Robert hat sich der Gruppe angeschlossen. Ah, nicht die kleinste Brücke sehen wir. O Magna, helfen musst du mir. Ich entdecke niemanden hier. Was ist los? Was wollen die vier? Bei den Sternen. Lauf! Weg hier, der Berg wacht auf. Kleine Gäste, auf ein Wort. Darf ich euch etwas offerieren? Wasser aus eisigem Bach hab ich verohrt. Vielen Dank, aber wir müssen fort. Seid bezaubern, nennt mich Magna. Den Tempel in den Wolken suchen wir. Sonst nichts? Moment, ich schüttle mein Gesicht. Oh, wie erschöpft fühle ich mich.
Ich brauche dringend Rast. Mein Herz will nicht mehr so wie ich. Schätzchen, ich vertrage keine Hast. Magna, wir möchten dort oben hinein, in der Schatzkammer der Bolmus Populi sein. Geschäftigt wie immer, unser Robertlein. Na gut, pass auf, bis bald. Hi, Magna. Ich will eigentlich nicht in seinen Mund fliegen. Wobei der Typ einen recht netten Eindruck macht, der Felsgigant. Na dann. Fliegen wir in den Felstypen rein. Das ist bestimmt eine gute Idee. Robert, für deinen Großmut danke ich. Ganz selbstlos war dieser Dienst jedoch nicht. Ein Haken, so ein elender Wicht. Die Königin sperrte unsere Schätze ein, öffnet das Tor der versiegelten Kammer. Und eine Beförderung wird mir sicher sein. Sind wir etwa dieses Monsters Speise? Robert, du lebst auf einem Riesen, ist das denn weise? Die Populi sind Händler auf der Reise. Magna befördert uns von Dorf zu Weiler. Oben wie unten trieben wir Handel, erquickend schnell und voller Eile. Doch dann, als die neue Königin Umbra erschien, brach Nacht herein und Magna lag auf den Knien. Befreien wir sein Herz von Netzen und Spinnengewimmel, bringt Magna uns zum Tempel im Himmel. Die Reime von ihm sind aber echt on point, das muss man sagen. Erstmal den ganzen Gratiskram mitnehmen. Was ist das? Nie sah ich Metall von solch grässlicher Farbe. Und wertlos ist es obendrein. Aber geformt zu Nadel und Zepter, Haken und Knopf, Schnalle und verziertem Naschwerk für Kinder. Kinder? Von Magna, das heißt, der Wert kann unglaublich steigen. Das Prinzip ist einfach. Selbst vergoldetes Heu kann man verkaufen. Oder ein einfacher Bolmus entfacht zu Ansehen gelangt. In Liebe einer holden Maid mit bezauberndem Kinn. Kleine Maus, bist du verliebt? Natürlich nicht. Ich zeige nur, was für ein Geschäftsmann ich bin. Okay. Das ist hier, das ist sein Mundinnenraum, ne? Hier, das ist das Zäpfchen-Dings hinten. Aua, und ich sollte nicht in die Lava fliegen. Okay, ich habe verstanden. Diesen komischen Feuerkugeln sollte ich mich wahrscheinlich auch eher weniger treffen lassen. So, aua. Die komische Feuerspinne lassen wir ausnahmsweise mal links liegen. Vorwärts, zahlen wir es den Spinnen heim. Bitte, Aurora, ich will nicht der Köder sein. Ein Herz geformt aus Metall, drei unerwünschte Spinnennetze, ein klarer Fall. Aurora, woran erkennt man der Liebe Glut, selbst wenn der kleinste Abschied Schmerzen tut? Okay. Was hat das damit zu tun? Aua, volle Kanne reingeflogen. Wollte nur gucken, was es auf der Seite hier noch gibt. Okay, da kommen wir einfach nur von der anderen Seite an. Also, wir müssen drei Spinnennetze entfernen. So, Kiste geöffnet und noch den Überraschungsschlag abgesahnt. Das nenne ich effektiv. Lichtstrahl alle. Auf jeden Fall einmal. Zack. Und Paralyse alle. Natürlich greift er den Dingsbums an. Aua, aua. Na, das gibt mir die Zeit, nochmal einen Lichtstrahl auf alle abzufeuern, ne?
Die haben alle so seltsam schnelle Angriffe. Aua. So, dann mache ich jetzt Sternenlicht auf die Spinne. Das sollte sie eigentlich killen. Oder? Ich habe noch über 84 Leben gehabt. Und der weniger? Beide den Kopf hängen gelassen. Aua. Jetzt hör auf, dich zu wehren, du kleine Spinne. Geht doch. Perfekt. Irgendwie gibt's jedes Mal, hat mindestens einer einen Stufenaufstieg. Mensch, Robert, wie ein Meister führst du das Schwert. Warst du je bei einer Geschäftsverhandlung? Dieser Kampf hier ist doch nicht der Rede wert. Okay. Es wäre mir neu, dass Geschäftsverhandlungen mit einem Schwert geführt werden. Irgendwas ist hier am Schreien auf jeden Fall. Eine Spinne steckt hinter dem Herz. Ihr Tod lindert seinen Schmerz. Ich wollte gerade sagen, ich hole mir erstmal die Belohnung, aber das darf ich nicht. Na dann. Zeig mal, was du kannst. Drei Spinnen. Paralyse alle. Lichtstrahl alle. So. Was? Aurora war nicht Erste. War mir sicher, dass sie als Erstes dran ist. So, jetzt aber. Lichtstrahl alle. Und alle drei werden abgebrochen. Schön. Und der Lichtstrahl macht kaum Schaden. Mach mal ein Tränke. 100% LP. Heile Aurora. Jawohl, gerade noch rechtzeitig. Ist Sternenlicht effektiver? Aua. Ist gerade echt unpraktisch. Autsch. Vor allem, dass hier alle verlangsamt sind. Gegenangriff. Bin auch dauerhaft verlangsamt hier. Ich glaube, ich habe bisher nicht einen Angriff vernünftig durchführen können. Ich werde jetzt auch wieder unterbrochen. Dadurch, dass ich halt dauerhaft verlangsamt bin. Nee, ständig. Das sind körperliche Angriffe, die ich machen muss gegen die. Und ich sollte Aurora heilen. Paralyse alle, bitte. Der wird die ganze Zeit abgebrochen, weil er die ganze Zeit verlangsamt ist. Was soll ich machen? So, wechsle ich auf Rubella. So, jetzt kann ich überrumpeln. Das geht auf jeden Fall schon mal schneller. So, Klappe. So. Gruppe. Dann wechsle ich doch mal Robert ein. Pfeilregen lang. Behindern. Pfeilregen geht auch auf alle, ne? So. Ah, Robert ist ja auch besonders gut gegen die. Breche ich wieder einen von denen ab. Okay, ich glaube, mit denen ist es deutlich angenehmer.
Und beide werden wieder abgebrochen. Also gegen die Spinnen ist das auf jeden Fall deutlich effektiver so. Autsch. Autsch. Egal, Rubella tankt alles weg. So, und jetzt stirb. Der Kampf war knapp. Oh, hat aber auch ordentlich EP gegeben. Alter, jetzt kriegt sogar zwei Fähigkeitenpunkte. Unser Golem. Einen ungeschliffenen Amethysten. Und die Spinnennetze gehen weg. Nur zumindest teilweise. Da, das erste Netz ist aufgelöst. Und jetzt, das macht mich sehr nervös. So, alles mitnehmen. Dann müssen wir zurück. Brauchen, upsaya. Nicht in die... Das war pures Glück. Nicht in die Zeug rein. Da ist irgendwas drin, auf jeden Fall. Und da überall... Warte, hier geht's zurück. Da überall eine Spinnewache halten soll. Drei Spinnennetze. Würde ich ganz gerne vorher nicht gegen irgendwas kämpfen, wenn es sich vermeiden lässt. So, Schadenselixier. Eine Spinne hemmt Magnas Blut. Ich stürze mich auf sie, voller Wut. Ja, hi. Na dann. Aber jetzt haben wir direkt von Anfang an das deutlich bessere Team. Zack. Du kannst doch hier auch... Schutz vor Leid alle. Okay, ich will nämlich nicht verlangsamt werden wieder. Fallregen. Kein Effekt. Kein Effekt. Haha, sonst wäre sie jetzt verlangsamt worden. Heil dich mal. Sie fängt alles ab, was geschossen wird. Na, verdammt. Fast alles fängt sie ab. Fallregen. Und überrumpeln kann ich jetzt auch nochmal machen. Wenn wir gerade schon dabei sind. Zack. Zweien von denen geht's schon mal nicht sehr gut. So, mit etwas Glück müsste ich jetzt sogar alle kriegen. Oder zumindest alle schrottreif schießen. Nochmal drei Pfeile. Ah, nee. Aber ich denke mal, die sind jetzt alle relativ One-Hit. Heilung. Pfeilregen. Und Bella heilt sich mal eben wieder ein Stückchen hoch. So, der Pfeilregen sollte es jetzt eigentlich klären, hoffe ich, und alle drei killen. Ne, nur eine. Ausgewichen. Uha. Oder habe ich ihn gerade rechtzeitig noch heilen können? So. Ich hoffe, der Pfeilregen regelt das jetzt. Jawohl. Wächter Lemurias. Stufenaufstieg. Eigentlich habe ich diese ganzen... Obwohl, nee, ich hatte damals noch eine andere Version. Beziehungsweise einen anderen Account. Wundere ich mich die ganze Zeit, warum ich diese Achievements kriege.
So, ja, hier alle aufgestiegen. Und zack. Das nächste Stück weg. Ist das eine Krabbe da drunter? Noch eins. Das ist der Rest. Die Netze kleben wie die Pest. Upsa. Ah, verdammt. Warum kam da von da oben noch? Aua, einer. So richtig in Zeitlupe reingeflogen. Wo geht's hier hin? Geht hier noch so weitläufig? Hier ist noch eine Tür. Hier rechts ist noch so ein Ding. Was ist hier links? Bekenntnis Nummer 9. Dafür nehme ich sogar Schaden. Heil mich wieder hoch und wir können eben skillen. Bella kann auch 2 vergeben. Dann wird bald überrumpeln besser bei ihr. Ich habe jetzt ja eigentlich Blitz. Ich als nächstes eigentlich ganz gerne mal hier Feuer lernen. So. Stimmt, ich hab Robert ja gar nicht geskillt. Der ist ja hat eben die ganze Zeit ungeskillt gekämpft. Ups. Also dieser Pfeilregen ist auf jeden Fall schon mal Doppeltreffer. Verschießt einen Pfeil auf eine anvisierte dunkle Kreatur, stirbt das Ziel, wird ein Folgeangriff ausgelöst. Ich würde gerne diesen Dreifachschuss verbessern. Behindern alle Pfeilregen. Pfeilregen kann man, glaube ich, nicht verbessern. Doppeltreffer. Pfeil abschießen. Sicherer Schuss, er hat die Chance auf einen kritischen Treffer um 5%. Behindern alle. Verschießt magische Pfeile, das Tempo aller dunklen Kreaturen 2 Runden lang um 50% reduzieren. Irgendwie der Doppeltreffer klingt nicht so cool. Ich glaube, da würde ich sogar eher in die Richtung gehen. Für... Also 2 Skillpunkte brauche ich noch für Behindern alle und danach den unteren Weg gehen. So, du hast jetzt die bessere Paralyse auf jeden Fall schon mal. Und dann als nächstes... Das Schock irgendwie, ich weiß nicht. Zurückwerfen, das wäre natürlich noch eine Sache. Zerschmettern, ein starker Hammerangriff gegen alle dunklen Kreaturen. Das klingt eigentlich ganz cool. Dann verbessere ich das als nächstes bei ihm, seinen Standardangriff. Und wir haben Bekenntnis Nummer 9 gefunden, ne? Bekenntnisse... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na. Der Spiegel offen, die Suche begann. All die Jahre, die Antwort vor uns lag. Nicht Spaniens Archiv es heimlich verbarg. In Rom das Geheimnis nur liegen kann. Verloren beim Fall, als sich der Fluch... Die Flucht entspannt. Ah, Entschuldigung. Ich für Lemuria zurückfordern mag, was Entdecker in ihres Reiches sag. Versteckten unter den Ruinen. Was ist das denn? Es sind die Sätze so durchgeteilt. Geht immer anders weiter, als ich dachte. Was Entdecker in ihres Reiches sag, versteckten unter der Ruinen Bann. Folgte zuerst der Nacht, sternenhell und klar, das Manuskript von Dr. Balthasar. Gibt Hinweis, wer in Erins Ritus spricht. Doch schließt er die Spalte, einigt die Welt. Zeit weicht, den Schatten dunkel Einzug hält. Wer bringt's in Ordnung? Du, mein Kind des Lichts?
Das war das Schwierigste bisher zu lesen. Es tut mir leid für die ganzen Fehler da drin. Ich gebe hier mein Möglichstes und wir gehen erstmal durch diese komische Tür hier. Hallo, nicht in das Feuerding bitte. Oh, das da nehme ich ganz gerne mit. Ich muss demnächst mal wieder diese Dinger öffnen. Gibt's auf... Aua, wo bin ich denn gerade gegengeflogen? Das ist schon so ein bisschen schwierig gerade alles hier. Das Gefühl, aua, heißer Draht zu spielen. Und hier geht's nicht weiter. Das alles für einen Stern... für einen Sternstaub. Ja, okay, es waren hier auch einige von diesen Boxen und eine Kiste. Hm, irgendwie habe ich mehr erwartet von der Tür. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich finde es übrigens interessant, dass sie barfuß durch die Gegend läuft. Und wenn ich sie mal drehe... Guck mal, die Füße sind komplett dreckig und schwarz. Ah, Spinnennetze. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hm? Die Kammer, wir müssen hinein. Aurora, nein! Bitte helft mir, der Kammerzauber zu brechen. Oh, und das alles für ein Karriereversprechen? Nein, ja, meine Zukunft hängt davon ab. Du lügst. Ihr wollt die Wahrheit? Ich tue es nur für Margaret. Ihr Anblick ist einfach unvergleichlich. Das Haar und die Locken, sie wallen reichlich. Ihre Augen glänzen und ihre Fältchen sind göttlich. Ob seidiges Fell oder die niedliche Pfote, wohin man auch geht, kein Bolmus ist toll wie Margaret. Erobern wir die Kammer zurück, ernte ich Ruhm und Glück, eine Beförderung wird man mir gewähren und Margaret mich ein Leben lang verehren. Niedlich. Zu meinem und Margarets Glücke zerleg ich der Kammerkombination in Stücke. Robert hat die Gruppe verlassen. Der Mechanismus erscheint mir alt, Genossen. Das ist Rambards Lager aus Lemurias Anfangstagen. Gebt mir eine Minute Zeit, denn es steht fest verschlossen. Bei Rambert, du findest die verlorene Kombination, würde ich sagen. Okay, ich will aber eigentlich erstmal... Belaste dich nicht mit anderen Sorgen. Es tut mir schrecklich leid. Unsere Familie wartet auf Nora und mich. Nur dafür haben wir Zeit. Was? Ich will aber eigentlich gar nicht weg. Okay, dann bleibe ich hier. Schon gut. Was kann ich hier denn machen? Ich habe hier Schalter. Ah, ich verstehe. Okay. Wir müssen die Kombination hier unten, da oben nachschreiben. Das heißt, ich wechsle auf... brauche hier diesen Kreis. Und hier brauche ich zweimal... Ich glaube, ich habe sogar schon. Kann das sein? Ja. Haha. Oder auch nicht. Okay, die Dinger aufladen. Geschafft, die Tür steht offen. Gar nicht schlecht für eine Nadel. Zugegeben, doch nun schnell hinein. Mein Held ohne Fehl und Tadel. Der Popoli-Schatz ist zurückgewonnen. Jetzt wird Margarets Herz im Sturm genommen. Auf das der Rubel wieder rollt. Oh, sieh nur all das Gold. Ignuculus, lass ab, das ist nicht unser Sold. Robert hat sich der Gruppe angeschlossen. Aufgabe erfüllt. Robert in... Boah, guckt euch das alles an. Wow. So viel Gold. Wie war das mit nichts anfassen? Ohne Ende Kram. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Wir wollen ja immer noch unserem Riesen helfen.
hier muss irgendwo noch eine weitere Spinne sein. Sieh, Aurora, die Spinne webt ihr Netz. Nun gut, dann töten wir sie jetzt. Und ich habe das falsch eingesammelt, verdammt. Tja. Na. Überraschungsschlag. So, ich hätte gerne Schutz vor Leid alle. Und dann gibt's wieder... Ups. Gibt's wieder Pfeilregen oder... Nee, ich habe noch nichts anderes. Dann gibt's wieder die ganze Zeit Pfeilregen. Zack. Überrumpeln. Da. Zack. Unterbrochen. Und jetzt kann ich den Pfeilregen wieder benutzen. Das ist schon der zweite. Oh. Das hat die eine direkt getötet. Mit Rolle. So, und Pfeilregen. Ich hoffe, das killt die untere. Nein, aber dann killt das hier die untere. Schön. Nur ein bisschen hochheilen. Jetzt können wir mal gucken, was Behindern eigentlich macht. Scheint seine Geschwindigkeit zu verringern, aber wohl recht stark zu sein. Direkt hat Aurora noch ein Level-Up. Alle haben hier ein Level-Up. Und ungeschliffener Tourmalin. Und die nächsten Spinnennetze verbrennen. Was ist das für ein Viech? Das Herz des Berges schlägt laut und klar, aber die letzte Spinne ist ganz nah. Ah, es ist eine Spinne, kein Krebs. Wobei, gehören Krebse nicht auch zu den Spinnentieren? Irgendwas war da doch. Warum leuchtet die Wand hier? Sieht aus, als könnte ich da rein. Kann ich aber nicht. Ich habe mir nur zweimal wehgetan. Zack. Sollte gucken, dass ich natürlich voll geheilt in den Kampf gehe. Ah, schlägt aber echt laut das Herz. Also wie gesagt. Ich will mich doch nur voll heilen. Der Baum da hat noch keine Wunden, der da hat welche. Ja, diese komischen Wünsche fliegen manchmal... Wünsche fliegen manchmal komisch. So, dann würde ich sagen, das Finale dieser Folge. Gucken wir mal, was da auf dem Herz ist. Es sieht richtig hässlich aus. Auf dem Herz des Riesen sitzt. Los, Spinne, zeig dich und kämpfe auf drei. Eins, zwei, drei. Wart ab, kleines Mädchen, für dich ist's vorbei. Diese Kamerafahrt. Wow. Okay, die ist groß. Pfeilregen. Schutz vor Leid, alle. Bumm. Zweimal Schutz vor Leid. So. Der ist jetzt eh unterbrochen. Die macht übel Schaden. Ich mach Heilung alle. Und Pfeilregen. Zack. Ich möchte die beiden Ads kaputt machen. Und wenn die beiden weg sind, dann tausche ich nochmal aus.
So. Pfeilregen. Lieber rumpeln die untere. Dass es den beiden nicht gut geht. So, eine Runde muss ich jetzt noch überleben. Und Robert scheint ziemlich gut da drin. Der ist dreimal hintereinander ausgewichen. Ich weiß nicht, welche von denen mehr Leben hat. Egal, dann nehme ich Behindern. Weil das würde ich eigentlich lieber sogar auf die Dicke anwenden. Verlangsamt. So, überrumpeln. Und jetzt tausche ich Gruppe Aurora. Komm her, das ist nämlich eine Kreatur der Dunkelheit. Und da wird der Lichtstrahl, glaube ich, sehr unangenehm werden. 318. Ja, läuft doch. Ich glaube, dann tausche ich Rubella gegen den Golem wieder. Ich glaube, ich bleib sogar bei Rubella. Die ist eigentlich ziemlich gut. So. Lichtstrahl. Überrumpeln. Unterbrochen. Kontert unterbrochen. Okay. Der kontert Unterbrechung damit, dass er sein Tempo erhöht. Und darf er das jetzt direkt nochmal machen. So. Überrumpelung. Jetzt blende ich sie, ne, nicht Hieb, sondern Lichtstrahl. Jetzt wird er wieder unterbrochen, das mag er nicht. Na, ja, die Spinne mag Unterbrechungen gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Sternlicht. Überrumpeln. Unterbrochen. Also irgendwann ist sie so schnell, dass ich gar nichts mehr machen kann. Der Spinne geht's auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Wieder unterbrochen. Sternlicht. Na, sammelt eh Kraft. Ich kann hier noch ein paar Sachen einsammeln. Mach mal schutzvoll. Ich hätte eigentlich, wollte ich alle schützen. Okay, eh unterbrochen. Konterangriff. Mach mal schutzvoll Leid alle. Und du machst Tränke. Mana würde ich gerne. MP 100%, komm, gönnen wir uns. Ah, Schutz vor Leid hätte genau das mich davor geschützt. Lichtstrahl. Hä? Ich war doch vor ihr dran. Ich habe extra aufgehört zu leuchten. So, nächster Lichtstrahl. Schutz vor Leid. Sammelt Kraft, das ist okay. So, nächster Lichtstrahl. Und du musst mal ganz dringend Heilung alle machen. Und das Viech wird auf jeden Fall abgebrochen. Oh, wir haben gewonnen. Yes. Boah, fast direkt zwei Level wieder. Ja, zwei. So. Und ausweichen Sternenstaub. Magnas Blut fließt ganz befreit und hoffentlich für lange Zeit.
Bolmus Populi, hört her! Magnas Herz schlägt wieder laut und klar. Gerettet hab ich unser Geschäft. Die Kammer ist offen, befreit von der Königin Gefahr. Prinzessin, Aurora, bitteschön, der Herr. Ich dank euch in der Bolmus Namen, Aurora. Jetzt mit frischem Kapital in der Hand. Erschallt unser Marktruf wieder in den goldenen Ebenen von Lemuria. Du bist so gut, das macht mir Mut. Dein Handeln war edel, Aurora. Ich liebe dich auch, Nora. Robert, die Beförderung hast du sicher... Was war das für ein Gekicher? Margaret, deine Stimme klingt wie Marktgeschrei. Dein Lächeln ist schön wie Wertpapier. Magna ist gesund, die Kammer frei. Alles für deine Pfote, die kleine. Schönste Margaret, willst du werden, die meine? Ich bin weder Marktstand noch Spekulant. Robert, was willst du nur mit meiner Hand? Margaret, warte, mein Herz. Fort ist sie, brennend der Schmerz. Alle Hoffnung dahin, der Kummer ist groß. Vielleicht erleichtert die Flöte dein Los. Welch liebliche Melodie, aber ihren Verlust überwinde ich nie. Leb wohl, mein Freund, wir brechen nun auf mit unseren Zelten. Die Bolmus Populi danken euch und werden es euch vergelten. In dieser oder in anderen Welten. Sprich mit Magna unter der Stadt der Populi, sonst erreichst du den Tempel in der Höhe nie. Okay, was ist mit dir? Ach, wenn Liebe sich nur die wie die Märkte verhielte. Ich weiß, diese Angelegenheit ist recht heikel. Doch Vater seinem Bankier oft übel mitspielte, wenn Monsieur Mustaches Anlagen Verluste gebracht. Sicher, der Markt kann unvorhersehbar sein. Wird ein Geschäft nicht gründlich bedacht? Wartet! Monsieur Mustache war sein Name? Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Nennt ihn nicht so, er ist leicht aufgebracht. Um den ganzen Kopf kräuselt sich sein gewaltiger Bart. Und an Pomade hat er dabei nie gespart. Deshalb nannten Vater und ich ihn derart. Okay. Dann gehen wir mal nach draußen zurück in die Stadt. Aber ist der jetzt noch in der Gruppe? Finn, Nora, Robert. Ja, Robert ist noch dabei. Okay. Und wir können nochmal skillen. Sternlicht Stufe 2. Überrumpeln ist jetzt auch stärker. Finn könnte ich eigentlich auch mal wieder benutzen. Du kannst jetzt Zeit verzaubern. Und behindern alle können wir jetzt auch. Und bei ihm skille ich jetzt in welche Richtung? Richtung Zerschmettern weiter wollte ich, ne? Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, wir sollen uns jetzt ja mit Magna unterhalten. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich mache in der Stadt der Händlermäuse eine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.